Wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hier sind wieder wie immer die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 12. Oktober 2016 mit der Nummer 943. Montreal. Seltsames Phänomen. Oft bekommen wir abends vor dem Schlafengehen noch einmal Durst, selbst wenn wir zuvor genug getrunken haben. Woran dies liegt, haben kanadische Forscher aufgeklärt. Demnach ist nicht Wassermangel die Triebkraft, wie sonst bei Durst üblich. Stattdessen löst unsere innere Uhr dieses Trinkbedürfnis rein zeitgesteuert aus. Der Sinn dahinter: das abendliche Trinken beugt einem Wassermangel während der nächtlichen Schlafphase vor, wie die Forscher im Fachmagazin Nature erklärten. Trinken an sich ist über den Tag sehr wichtig. Mindestens 2 Liter sollte jeder trinken. Und dann kann man ja sich abends ins Bett auch eine Flasche Wasser stellen, für den Notfall. Aber bei den meisten klappt es auch ohnehin so. Wasser. Wer in Deutschland oder anderswo Lebensmittel einkauft, kommt an einem Unternehmen praktisch nicht vorbei. Nestlé. Schon die Eroberung immer größerer Marktanteile in den westlichen Industriestaaten ist in Bezug auf die Sicherstellung einer gewissen Vielfalt bei der Ernährung kritisch zu sehen. Überhaupt, wer das Wasserrecht der ganzen Welt besitzt, das ist mehr als kritisch. Das ist krank, würde ich sagen, vom Herrn geschicktes Wasser. Noch perfider verhält sich Nestlé allerdings in vielen Drittweltstaaten. Das ist das Schlimme. Dort ist Nestlé dabei, weite Teile der Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser an sich zu reißen. Das heißt, jeder darf dann bezahlen für jeden Schluck Wasser. Weltweit werden in jedem Jahr mehr als 200 Milliarden Liter Wasser in Flaschen abgefüllt. Die Tendenz geht dabei über die Jahre immer weiter nach oben. Seit 1996 hat sich die Zahl der weltweit verkauften Wasserflaschen mehr als verdreifacht. Und das Schlimme ist noch, alles in Plastik. Eine Entwicklung, hinter welcher vor allem kaufmännisches Kalkül steckt, mit welchem auch die Ärmsten der Armen dieser Welt regelmäßig zur Kasse gebeten werden können und werden sogar schon. Denn Wasser ist kein Luxusgut, sondern eine Grundvoraussetzung für menschliches Leben. Welthandel. Es ist unübersehbar. Die wirtschaftspolitischen Eliten werden angesichts der zunehmenden Globalisierungsmüdigkeit immer nervöser. Und das sollten sie auch. Ende September sagte zum Beispiel IWF-Chefin, unsere beste Lagarde in Chicago: die Welt muss einen neuen Konjunkturrückgang mit der Öffnung der Grenzen und der Förderung des Freihandels bekämpfen. Hintergrund dieser Nervosität ist die Verlangsamung des Welthandels im Nachgang der Finanzkrise. Für viele ist klar, der zunehmende Protektionismus ist schuld. Brexit und Trump werden als klare Belege von Abschottungsmentalität interpretiert. Doch so einfach ist das nicht. Erstens hat sich der Welthandel bereits viele Jahre vor dem Brexit verlangsamt und die VS-Wahlen haben noch gar nicht stattgefunden. Zweitens ist nicht klar, ob der Brexit tatsächlich für eine pauschale Hinwendung zum Protektionismus steht. In Großbritannien soll ja nur die Personenfreizügigkeit eingeschränkt werden, nicht der grenzüberschreitende Güter- und Dienstleistungsverkehr. Drittens kann man im IWF-Bericht selber nachlesen, dass vor allem das schwache Wachstum der großen Volkswirtschaften für die Abschwächung des Welthandels verantwortlich ist und nur zum geringen Teil die Zunahme von protektionistischen Maßnahmen. VSA. Michael Snyder. Wussten Sie, dass fast 70% der VS-Bevölkerung im Grunde genommen von der Hand in den Mund leben? Ich wusste es. Wie Sie in der Folge sehen werden, fand eine brandneue Studie heraus, dass 69% aller Amerikaner weniger als 1.000 Dollar an Ersparnissen besitzen. Einer der Hauptgründe dafür ist natürlich, dass die meisten von uns absolut in Schulden ertrinken. Tatsächlich übersteigen die Haushaltsschulden in den Vereinigten Staaten inzwischen 12 Billionen Dollar. Viele Amerikaner sind also derart damit beschäftigt, ihre laufenden Schulden abzubezahlen, dass sie nicht einmal darüber nachzudenken brauchen, etwas für die Zukunft zur Seite zu legen. Nun, da geht es wahrscheinlich nicht nur den Amerikanern so. Deutschland ist auch eines der besten Beispiele, wo es wahrscheinlich vielen auch schon so elend geht.
VSA BRID Deutschland. Auf WikiLeaks wurde eine gehackte E-Mail des Wahlkampfleiters von Hillary Clinton, Podesta, eingestellt, die die Überschrift Multikultistan hat. Ein Horrorhaus für normale Deutsche trägt. Die E-Mail enthält bezeichnende Sätze wie den folgenden. Immer von einer Form des Extremismus zur nächsten taumelnd, die Deutschen haben jetzt beschlossen, dass für sie die Rolle des Supertrottels perfekt geeignet ist. Das neue Korrektdenken lautet, Deutschland unter alles. Nichtsdestotrotz dürfte einleuchten, dass sich Merkels Politik noch verschärfen wird, sollte Clinton die nächste VS-Präsidentin werden. Dazu haben wir heute eine interessante Feststellung gemacht im Film Iron Sky. Unter anderem ist eine Frau eine Präsidentin. Und dann schauen wir mal, was da alles so weiter passiert ist. Einfach nur mal so zum drauf rumdenken. VSA, Saudi-Arabien, Jemen. Die Administration des VS-amerikanischen Präsidenten Obama habe im vorigen Jahr Waffen für etwa 1,3 Milliarden Dollar an Saudi-Arabien verkauft. Dabei seien die VSA gewarnt worden, dass sie dadurch als Mithelfer der Kriegsverbrechen in Jemen anerkannt werden können, berichtete Reuters unter Berufung auf Regierungsdokumente und Aussagen der ehemaligen und amtierenden VS-Beamten. Im Zuge dieser Operation, die Washington unterstütze, seien tausende Zivilisten getötet worden. Caracas. Nach dem Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla in Kolumbien haben nun auch die Verhandlungsdelegationen der kleineren Guerilla-Organisation ELN und der Regierung von Präsident Santos die Gespräche aufgenommen. Ein entsprechender Zeitplan wurde zu Wochenbeginn in der venezolanischen Hauptstadt Caracas vereinbart. La Paz, Bolivien. Die bolivianische Regierung, gegen die seitens der VS-Behörden immer wieder Putschversuche unternommen wurden, hat nicht nur Coca-Anbau und Konsum wieder legalisiert, sondern zudem auch die VS-Behörde Drug Enforcement Agency aus dem Land geworfen. Heutiges Motto in Bolivien, Coca ja, Kokain nein. Sodass die Bolivianer wieder ihre Coca-Pflanzen anbauen und ihre Coca-Blätter kauen bzw. ihren Coca-Tee trinken können. Syrien, Russland. Russische Soldaten haben Montag einer Bäckerei 5 Tonnen Mehl geliefert, deren Mitarbeiter damit tausende Brote für Aleppo-Bewohner gebacken und verteilt haben. Russland beliefert Gebiete in ganz Syrien mit humanitären Hilfspaketen, in denen Zucker, Mehl, Getreide, Süßigkeiten für die Kinder sowie Fisch- und Fleischkonserven enthalten sind. Aber das ist ja der böse Russe. Riad, Saudi-Arabien, VN. VN-Menschenrechtsexperten verlangen nun von der Regierung in Riad, dass die Hinrichtung von derzeit im Todestrakt wartenden Gefangenen die ihnen vorgeworfenen Taten als Minderjährige begangen haben sollen, sofort ausgesetzt und sie hierauf freigelassen werden. Ebenso wollen die Experten, dass die saudischen Gesetze, die Steinigung, Auspeitschen und Amputationen auch bei Kindern zulassen, abgeschafft werden. Was auf dieser Welt los ist, einfach nur wirklich ein Irrenhaus. Ich kann es nicht anders mehr sagen. Türkei. Insgesamt 57.623 E-Mails aus den letzten 16 Jahren wurden von der Hackergruppe Red Hack veröffentlicht. Darin findet sich offenbar brisantes Material, welches auch den türkischen Präsidenten Erdogan in Bedrängnis bringen kann. Denn in den Mails seines Schwiegersohns und Minister der AKP-Regierung Al-Bayrak geht es dem Vernehmen nach um eine massive Einflussnahme auf Medien, klar, und Verbindungen zum Islamischen Staat. Als Reaktion darauf ließ die türkische Regierung umgehend sämtliche Cloud-Speicherlösungen wie Google Drive, Dropbox, GitHub oder OneDrive von Microsoft sperren. Beijing, Manila. China ist bereit für eine bilaterale Zusammenarbeit mit den Philippinen. Dies gab der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Geng am Dienstag bekannt. Geng begrüßte die Bereitschaft eines Staatsbesuchs des philippinischen Präsidenten Duterte nach China und erklärte, beide Seiten blieben dafür in engem Kontakt. Manila, Beijing.
Duterte wird China vom 18. bis 21. Oktober besuchen, schrieb die Zeitung Xiangpo aus Manila in ihrer Sonntagsausgabe. Es sei geplant, dass sich Duterte mit dem chinesischen Präsidenten Xi und dem Ministerpräsidenten Li trifft. Gemeinsam wollen sie die große Mauer besichtigen und mit Vertretern der Wirtschaft reden. Anschließend sei eine Japanreise geplant. Das chinesische Außenministerium hat den Bericht noch nicht bestätigt. Istanbul, Moskau, Ankara. Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Erdogan kamen am Montag auf dem Weltenergiekongress in Istanbul zusammen. Drei wichtige Vereinbarungen wurden dabei erzielt. Die Türkei und Russland haben eine Zwischenregierungsvereinbarung über den Bau der Gaspipeline Turkish Stream unterzeichnet. Beim Treffen in Istanbul wurde das Vorhaben nun durch die Vereinbarung besiegelt. Eine weitere wichtige Frage bilateraler Zusammenarbeit ist die Aufhebung des russischen Embargos auf türkisches Obst und Gemüse. Putin erklärte, dass Moskau sich dazu entschlossen habe, türkische Lebensmittel wieder nach Russland zu lassen. Wie für Russland bleibt Syrien auch für die Türkei eine vordringliche Frage der Außenpolitik. Zwischen Moskau und Ankara gelte wohl eine stillschweigende Vereinbarung, klagt der Politologe am Zentrum für Türkeistudien Mawashev, einander nicht in die Quere zu kommen. Moskau, Russland, VS, Raketenschild. Dem Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow zufolge hat Moskau die Existenz des Raketenabwehrsystems der VSA als Bedrohung für die nationale Sicherheit Russlands eingestuft. Russland konstatiert die Tatsache, dass seine nationale Sicherheit bedroht ist, sagte Peskow am Dienstag. Der Sprecher dementierte außerdem die Information, dass der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Erdogan bei ihrem Treffen in Istanbul Pläne zum Aufbau einer vereinten russisch-türkischen Raketenabwehr besprochen hätten. Es wird wieder einigen nicht passen. Arktis, Russland. Mithilfe einer neuen Technologie haben russische Forscher in der Arktis einen mehr als 1 Million Tonnen schweren Eisberg in eine andere Richtung schwimmen lassen. Mit der neuen Technologie soll die Sicherheit von Infrastruktur und Mensch bei Arbeiten am Arktis-Schelf erhöht werden. Die Forschungsexpedition wird vom staatlichen Ölkonzern Rosneft unterstützt, der in der Arktis eine eigene Forschungsbasis eröffnen will. Kiew. Der fraktionslose Abgeordnete der ukrainischen Rada, Besbach, hat einen Appell an Präsident Poroschenko mit der Aufforderung initiiert, den Prozess der Sanktionsaufhebung in Bezug auf Russland zu starten und die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen wiederherzustellen, berichteten ukrainische Medien. Dem Politiker zufolge erwartet die meisten ukrainischen Unternehmen eine Stagnation ohne diese Wiederherstellung. Brüssel, Moskau. Der Präsident des Europäischen Rates, Tusk, forderte am Montag die Verlängerung der Sanktionen gegen Moskau durch die EU. Die andauernden Aktionen Russlands in Syrien und die Krise in der Ukraine sind der Grund für diese Forderung. Seit der Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland im Juni gab es keine Veränderung in der Ukraine, sagte Tusk. Das ist ja das Problem daran. Luxemburg. Deutschland und 9 andere EU-Länder wollen die seit langem debattierte europäische Finanztransaktionssteuer noch in diesem Jahr unter Dach und Fach bringen. Im Dezember könnte ein Gesetzentwurf gebilligt und die Abgabe womöglich ab 2018 erstmals erhoben werden, sagte Bundesfinanzminister Schäuble nach einem Treffen mit EU-Kollegen in Luxemburg. Es wird höchste Eisenbahn. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Diese Scharlatane. Bozen, Südtirol. Übrigens eine sehr schöne Stadt, Bozen. Ich bin zwar wenig rumgekommen, aber irgendwann war es mir mal vergönnt. Eine sehr schöne Stadt. Am hellen Tage prügelten sich auf dem Bozener Sportplatz teilverwiesen afghanische, afrikanische und nordafrikanische Migranten mit Cricketschlägern und was sie sonst noch finden konnten. Steine wurden geworfen. Einer der Haupttäter, der junge Afghane Faisal, legte sich auch mit den Karabinieri an und wurde festgenommen. 2 Tage später wurde der Afghane in einem gerichtlichen Eilverfahren zu 1,5 Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt.
Dennoch verließ er den Gerichtssaal als freier Mann, berichtete das Südtiroler Nachrichtenportal sdol.it. Visby, Schweden. Eine gehbehinderte Frau, die für lange Strecken einen Rollstuhl benötigt, wurde von 6 Asylanten über Stunden brutal vergewaltigt. In der Stadt Visby, schwedische Insel Gotland, wo die Tat geschah, kam es nach dem Bekanntwerden zu Ausschreitungen, was für mich vollkommen logisch ist. Im politisch korrekten Schweden durfte die Polizei natürlich nicht die Nationalität der Täter bekannt geben, was an sich schon eine bodenlose Frechheit ist. Die Zeitung Expressen veröffentlichte dennoch den Hintergrund der Täter. Es handelt sich ausschließlich um Asylanten und Refugees. Böblingen. Eine 36 Jahre alte Frau war gegen 2.45 Uhr zu Fuß in einer Parkanlage unterwegs, als sie der Tatverdächtige attackierte, in ein Gebüsch zog und versuchte, sie zu entkleiden. Die Frau schrie und wehrte sich so heftig gegen die Angreifer, dass der 26-Jährige schließlich von ihr abließ. Ein Passant, der die Schreie vernommen hatte, verständigte die Polizei. Nachdem die Beamten die 36-Jährige entdeckt hatten, fahndeten sie nach dem Tatverdächtigen und fanden ihn noch im Park, versteckt in einem Gebüsch. Der alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen und am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Ja, da wird es auch nicht anders sein, dass er da freien Fuß gelassen wird. Traurig, aber wahr, was hier abgeht. München. Pfarrer Schlosser hat sich dafür gerechtfertigt, Flüchtlinge in einem Spendenaufruf explizit als Empfänger ausgeschlossen zu haben. Er habe befürchtet, dass Spenden ausbleiben könnten, wenn die Leute denken, das Geld gehe an Flüchtlinge. In meinem privaten Umfeld höre ich oft Unmut darüber, dass arme Leute und Obdachlose weniger Gelder als Flüchtlinge erhalten oder sogar überhaupt kein Geld mehr bekommen würden, sagte Schlosser zu Focus Online. Was ich mehr oder weniger auch bestätigen würde, alldieweil die Kirche von der Sache her ohnehin nur eine Firma ist und genug Geld scheffelt, ohne Ende. Habe ich einen schönen Beitrag heute dazu auch eingestellt. Deutschland. Für die meisten Deutschen ist es normal, immer Essen zu haben. Dies ist keine Selbstverständlichkeit. Die Situation kann sich schlagartig ändern. Schon eine kleine Umweltkatastrophe genügt. Leere Supermarktregale. Denn dann wird's elend hier. Gleichzeitig haben wir höchstens Vorräte für vielleicht 2-3 Tage. Können wenig selber kochen, die meisten jedenfalls. Ich kenne wenige, die kochen können. Und wissen gar nicht mehr, wie und wo unsere Lebensmittel überhaupt produziert werden. Klug ist, wer jetzt vorsorgt. Es wird auch höchste Eisenbahn, drüber nachzudenken. Karlsruhe, BRID, EU. Das Bundesgrundgesetzgericht verhandelt am Mittwoch über mehrere Eilanträge gegen eine vorläufige Anwendung des geplanten europäisch-kanadischen Handelsabkommens CETA. Das Schlimme ist schon wieder Eilantrag. Wollen Sie es gleich wieder durchpeitschen? Normal gefragt werden die Leute sowieso nicht. Also, das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden. Darauf können wir gespannt sein. Wird garantiert genehmigt. Die machen ja ohnehin alle, was sie wollen. Am 18. Oktober sollen alle EU-Mitgliedstaaten den Text auf einem Ratstreffen annehmen. Sie sollen annehmen. Also sie auch, selbst wenn, die werden nicht mehr gefragt, sie peitschen einfach alles durch. Wie wir das so kennen mit allem möglichen Mist hier in dieser Brit. Die gute Nachricht. Der einzelne Mensch benötigt weder Priester noch Geheimlehren, weil es weder etwas Geheimes noch etwas von einer Priesterschaft zu Führendes ist, was den einzelnen Menschen wieder wach werden lässt. Vollkommen klar. Der göttliche Mensch in seiner Urbestimmung ist weitaus mächtiger, als uns diese Spiegelsphäre namens morphogenetisches Feld mitzuteilen vermag. Der Mensch im Urzustand, in seiner prinzipiellen Kleidung Gottes, ist ein paradiesischer Mensch, größter gestalterischer Fähigkeiten. Das Anastasia-Phänomen, übrigens empfehle ich die Bücher zu lesen, zeigt klar und deutlich, wie sehr sich der einzelne Mensch noch seines ursprünglichen Menschseins erinnern kann, wenn er nur auf sein Innerstes hört und die äußeren Umstände zu deuten weiß. Es müsste ein leichtes sein, die einzelnen Staaten nach dem Urmuster der Selbstverwaltung und Selbstverantwortung jedes einzelnen wachen Menschen zu gestalten.
Vollkommen richtig und vollkommen klar. Und die zweite gute Nachricht, hört auf zu reden. Lebt. Das ist hier Klartext. Nicht leicht bekömmlich, lies es lieber nicht, wenn du das übliche rosarot seicht plätschernde Liebesgesäusel erwartest. Ich bin es leid. Jeden Tag Dutzende von süßen Bildchen über die Liebe zu sehen, hunderte schlauer Zitate zu lesen, wieder und wieder. Und es geschieht nichts. Real. Wir leben sie nicht, die Liebe. Denn wenn sie uns real begegnet, vor allen Dingen. Wir springen nicht rein in eins der schönsten Abenteuer eines Lebens. Bitte begreift. Wenn ihr einem Zweiten begegnet und euer Herz macht Bumm, das Herz des anderen macht Bumm, dann ist das ein verdammtes Wunder. Dann begegnet ihr der Liebe. Dann ist das Wahrheit. Dann habt ihr eine Verantwortung. Dann wird Gott euch unterstützen als Liebende. Alles, was danach kommt an Projektionen von Schmerz, ist nicht reale Gegenwart, sondern nichts anderes als ungeheilte Vergangenheit. Wacht endlich auf und bleibt stehen, gemeinsam, im gespiegelten uraltem Schmerz. Gott, Leute, ihr seid dieser Liebe begegnet, um gemeinsam alten Schmerz zu heilen. Exakt darum. Darum kommt er ja so heftig nach oben. Ihr seid dieser Liebe begegnet, um Egos zu heilen, um das Ego der Welt zu heilen, um reale Verbindung zu leben, ganz neu. Als Erwachsene, als Gebende, als Schöpfer, als Heiler. Und diese Welt wird heilen, durch den Mut Liebender, den Mut stehen zu bleiben, miteinander, beieinander und gemeinsam zu lieben, was nicht liebenswert scheint. Hört auf zu reden, lebt. Und das war's wieder mal für heute seitens der Nachrichten. Im Anhang möchte ich mich ganz recht herzlich für alle Gratulanten bedanken, oder bei allen Gratulanten bedanken, die mir zu meinem gestrigen Geburtstag so nett gratuliert haben, sowohl auf der Honigmann-Seite auch auf dem YouTube-Kanal. Vieles habe ich gelesen, manches vielleicht auch übersehen. Ich bedanke mich trotz alledem ganz recht herzlich für die Glückwünsche und Gratulationen. Bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und tschüss, und ich grüße euch alle recht herzlich. Tschüss.